Hey Leute, David von iDesignish hier. Diesmal aus einem Laptop mit Webcam. In diesem Sinne hoffe ich, ihr könnt mich sehen, hören und riechen. Aber gut, kommen wir mal zum Tutorial. Und zwar, ich zwinge euch heute mal auf, ob ihr es wollt oder nicht, wie man denn so ein Aquarium machen kann. Beziehungsweise, wir wollen uns konzentrieren darauf, wie ihr Wasser erstellen könnt, ohne irgendein drittes Plugin zu haben. Einfach nur mit Cinema 4D. Deswegen hauen wir mal gleich rein. Als erstes machen wir uns einen Würfel. Den Würfel können wir machen, wie wir wollen. Lassen wir den einfach als Standardwürfel. Dann machen wir uns so ein kleines, so einen Boden. Das heißt, wir duplizieren uns SDRGC, SDRGV. Und ziehen den einfach ein bisschen kleiner. Ja, gucken wir mal so. So sollte es. Ja. Machen wir es so. So, dann geben wir den mal eine kleine Farbe. Und zwar so eine Sandfarbe. Machen wir mal. Schauen wir mal. Ja, aber nicht Farbe, machen wir als Leuchten. So, ich hoffe, ich bekomme das als jetzt beim Anfang hin, denn als Speedart musste ich gestehen, hatte ich ein bisschen gebraucht, um das so hinzufummeln, wie ich wollte. Deswegen hoffen wir mal. Na, hoffen wir, es klappt. Egal, nehmen wir jetzt die Farbe. Ah, machen wir noch ein bisschen Neues rein, heißt, wir gehen mal in Relief. Relief heißt, dass es so Unebenheiten gibt, deswegen machen wir ein neues rein. Das leuchtet, seht ihr das nicht, aber am Ende seht ihr das. Und dann packen wir das gute Stück hier rauf. Na, nicht hier rauf, sondern auf. Das nennen wir dann auch gleich mal Sand und den anderen Würfel nehmen wir Glas. So. Jetzt nehmen wir unser Glas und machen erstmal diese Wellen rein. Das heißt, wir gehen oben auf dieses Ding, gehen wir auf Displacement, ziehen den Displacer unterhalb des Glases und wählen wir beim Displacer aus, müssen wir erstmal die Richtung wählen, also in welche Richtung diese Wellen beschlagen werden. Das heißt, wir wollen Ebene haben, das heißt einfach nur diese Flächen hier. Dann machen wir die Richtung Y, weil Y ist nach oben. Ändern die Koordinaten. Und bei Shader machen wir ein neues rein. Wir haben uns, ups, na, ich wollte ein neues reingehen. Gehen wir hier rauf auf den neuesten Filter und suchen wir uns irgendwas aus. Nehmen wir hier oben mal. Sudele. Dann müssen wir hier aber noch die Segmente wählen, weil momentan, wenn hier beim Display sind und bei den Objekt, die Höhe erhöhen, seht ihr, das wählt sich nur, da das nur eine Ebene ist. Wir wollen es aber mehr haben, deshalb gucken wir minimal 40 bei der Höhe. Und bei Glas gehen wir bei den Segmenten, machen wir mal zum Beispiel 30, bumm und 30, bumm. Voilà, haben wir schon mal Wellen. Sieht doch schon mal okay aus, allerdings noch nicht das Ganze. Jetzt machen wir erstmal ein Glas Textur. Gehen wir auf Transparenz. Machen wir Glas zwischen 1,3 und 1,4. Machen wir mal 1,3. Und ziehen wir da drauf. So, jetzt haben wir schon mal sowas. Sieht zwar nach Müll aus, aber immerhin. So, jetzt
machen wir uns aber erstmal einen kleinen Lightroom, damit wir das ab und zu mal gucken können, wie es denn ausschaut. Zwar könnt ihr, was ganz einfach ist, könnt ihr in euren Content-Browser gehen und könnt ihr das von Grayscale Gorilla mal downloaden, HDR, Lightkit. Allerdings, ja, nehmen wir das einfach mal. Dann sucht einfach danach nach Grayscale Gorilla HDR Lightkit Pro 1,5 und downloadet euch das. Und dann nehmen wir ein Studio. Erstmal kopieren wir uns das. Nehmen wir hier ein Studio und das unten. Löschen das raus. Dann löschen wir unser Ding rein. Ja, kopieren wir Ding rein. Und ziehen das dann noch richtig. Ach ja, ja. Weil er speichern will. Deswegen speichern wir es mal. Ja. Gut. Na, machen wir es. Da. Ja, ziehen wir es jetzt ein bisschen so, dass es auf den Boden liegt. So. Als nächstes machen wir uns ein bisschen den View, dass es super aussieht. So, jetzt ist es momentan, dass es noch ein bisschen zu zackig ist. Das wollen wir natürlich nicht haben. Deshalb könnt ihr hier entweder mit der Höhe zum Beispiel spielen. Machen wir die mal 20. Beziehungsweise ihr könnt auch... machen wir es mal aus. Mit meinem Displacer, wenn ihr mit einem neues Shader, geht einfach ein neues rein. Und die globale Größe stellt ihr einfach mal hoch. Machen wir mal 300. So, dann haben wir das ein bisschen abgeflacht. Dann wollen wir das mal ganz kurz rendern. Ach, bevor wir rendern, machen wir kurz ein Ambient Occlusion rein. Und dann rendern wir das mal kurz. Wir sehen uns dann später wieder. Also, wie ihr sehen könnt, die Wellen oben sehen schon mal okay aus. Allerdings sieht das Wasserzeugs noch komisch aus. Deshalb packen wir das in einen Hypernub rein. Also, wir packen das Glas in den Hypernub rein und jetzt wurde das alles ein bisschen abgerundet. Heißt, wenn wir das Zeug jetzt mal kurz rendern, obwohl wir brauchen kein Ambient Occlusion oder so, machen wir auch kurz raus, damit wir das rendern können. So, jetzt sieht es doch schon mal ganz gut aus. Das Wasser könnte vielleicht noch ein... obwohl, das Wasser ist ganz gut. Was wir jetzt machen können, ist ein bisschen die Kanten hier abrunden, also nicht abrunden, sondern ein bisschen spitzer kriegen, sodass es halt wie so ein Aquarium ist. Das machen wir einfach, indem wir die Segmente erhöhen. Das ist dann mal auf 30 und 30. So, ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, auf jeden Fall. Und ich finde, das passt auch von der Oberfläche her. Also wenn ihr wollt, so einfach nur von der Oberfläche gesehen, könnt ihr beim Displacer, beim Shading, könnt ihr aber ein bisschen rumspielen. Wenn wir jetzt, sag ich mal, 400% machen, dann machen wir das ein bisschen smoother, sag ich mal. Beziehungsweise ihr könnt es auch Keyframe, ihr könnt ein Keyframe hinsetzen und das dann somit animieren. Hat vielleicht auch was. So, jetzt ist es allerdings so, wenn wir das rendern, sieht das einfach nur nach Glas aus. Und wir wollen es ja nicht, wir wollen es ja ein bisschen wie Wasser haben. Deshalb gehen wir hier in unseren Shader rein. Und das tricky Ding ist, bei Transparenz, ist die Absorptionsfarbe. Das heißt, welche Farbe denn absorbiert wird, wie der Name schon sagt. In dem Fall wollen wir ein Kristallblau haben. Heißt, wir gehen mal wirklich ins Blaue rein.
Können wir hinzu? Ja, okay, ist ein bisschen zu krass. Und gucken wir mal. Okay, hat schon was. Ich finde, das sollte aber noch ein bisschen heller sein. Was ihr machen könnt, ist die Distanz erhöhen. Somit wird es dann auch ein bisschen leichter. Also nicht so typisch blau. Und ich finde, so ist es schon mal auf jeden Fall ganz gut. Jetzt, was wir noch machen können, ist unser Sand. Machen wir dasselbe Spielchen nochmal, sodass es so gleich aussieht. Machen wir einen Displacer. Ziehen wir den unter in den Sand. Machen dasselbe Spielchen nochmal. Ein paar Shader. Ein Noise. Machen wir mal 300. Und gehen wir hier auf und suchen uns mal den Noise aus, zum Beispiel. So, Sand. Machen wir mal 40 und ne? 40 und dann beim Displacer nochmal bei den Objekten erhöhen wir die Höhe. Obwohl, müssen wir das machen? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, vielleicht ein bisschen höher. Na, jetzt machen wir mal 30. Okay. 20. Okay, schauen wir mal. So, jetzt bevor ich das gleich mit Ambient Occlusion und sowas render, machen wir hier mal ein bisschen Spielereien rein. Das heißt, wir machen mal so einen Rettungsring. Das heißt, wir machen uns einen Ring. Bei der Radius machen wir natürlich jetzt mal klein. Und der Ring soll natürlich auch klein. So, ziehen wir uns den mal. Oh ja, ist ein bisschen groß. So. Und der Radius ist natürlich größer. Ich denke, so ist okay. Dann ziehen wir den natürlich noch ein bisschen unter die Oberfläche, beziehungsweise du sollst es ein bisschen ausschaut, als ob die Wellen da halt rankommen, um das zu überdecken. Dann geben wir dem Ganzen noch eine Textur. Da machen wir ganz einfach Farbe, Oberfläche, Oberfläche, Tiles. Gehen wir rein in Tiles, machen wir keine Kacheln, sondern machen wir Wellen. Die Wellen machen wir einfach farbig. Meinetwegen hellblau, dann weiß. Okay. Leider macht geiler. Und nochmal ein weiß. Okay. Und das ziehen wir dann auf den Ring. Ach, und spiegeln wollen wir natürlich. Machen wir Spiegel rein, Fresnel. Und beim Glas machen wir auch Spiegel. Und Fresnel. So, jetzt stellen wir Ambient Occlusion und GI an und rendern den ganzen Rotz. Und wir sehen uns später wieder. Ja, und das hat auch schon mal was. Sieht schon mal gut aus. Jetzt allerdings sieht man hier beim Sand, ich denke mal, das ist einfach nicht, das stimmt halt nicht überein mit der Größe von dem Würfel hier. Deshalb können wir das mal einfach die Größe etwas verändern vom Sand. Gucken wir mal 200-200 und das Glas 200-200. Dann machen wir mal, der Sand ist halt natürlich kleiner. Also machen wir mal, ja, weiß ich nicht. Oh, da ruft einer. So, da bin ich wieder. Also, wir wollten das ein bisschen kleiner ziehen. Und zwar gehen wir mal Mittelmaustaste in die Obenperspektive rein. Und werden das einfach mal, na, okay, dann gehen wir noch nicht nach oben, dann gehen wir in die Seitenansicht.
Von da aus können wir es auch sehen. Und ziehen uns einfach ein bisschen. Warum will das Ding nicht kleiner sein? Okay, gut. Jetzt. Aber nicht zu klein, weil das soll ja auch noch was aussehen. Schauen wir mal so. Ich denke, soweit haben wir das. Das Einzige, was wir noch machen können, wir können das noch ein bisschen ausschmücken. Das heißt, bevor wir das Finale rennen, könnt ihr noch ein paar Kleinigkeiten reinmachen, damit es nicht so leer aussieht. Ich hatte mir das mal so ein bisschen vorbereitet. Das heißt, so Algen. Ja. Dann ziehen wir uns die Algen einfach hier mal so rein. Machen wir zwei einfach mal. Also duplizieren wir uns. Nehmen wir noch andere Alge, ziehen die vielleicht noch ein bisschen auf die Seite. Dann nehmen wir uns Fischis rein und auch hier noch Fisch. So, ziehen das Vieh natürlich ein bisschen kleiner und packen uns das mal hier rein. Drehen wir eventuell. Und dann hier den anderen Fisch. Kleiner. Ja, nicht so klein. Hier sehr groß. Und ich stoppe mal kurz einmal Strom. So, machen wir das Vieh ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist okay. Und also. Dann wählen wir uns noch ein bisschen Gras aus. Das heißt grün einfach nur. Farbe grün. Dunkelgrün. Packen wir auf das ein Aqua-Ding und dann auf das andere Aqua-Ding. Und ich würde mal sagen, rennen wir das. So, voilà, sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ich muss gestehen, dass mir im Sand, dass er so, sag ich mal, nicht wellig, aber dass es so diese Spuren gibt und die wurden so ein bisschen hell. Hat was, weil im realen Leben sieht es ja mehr oder weniger auch so aus. So, da würde ich jetzt gar nicht groß dran verändern, finde ich ganz cool. Auf jeden Fall auch die Wasseroberfläche. Wenn es euch nicht gefällt, wie gesagt, ihr könnt halt einfach bei den Displays hier rumspielen. Sowohl bei der Höhe als auch bei den Shader, Noise. Oder einfach beim Glas an sich. Na, wieso? Genau, bei einem koordinierten Objekt könnt ihr bei den Segmenten einfach rumspielen, weil umso mehr Segmente es natürlich hat, desto hügeliger wird es, selbstverständlich. Beziehungsweise desto nicht hügeliger, weil es gibt ja viele Segmente, desto abgerundeter wird es halt. Ja, das Einzige, was ich eventuell machen würde, weil es ja ein Tutorial wird, ich werde das Ding einfach mal ein bisschen größer ziehen. Und, also ich, heißt, ich wähle mir hier Glas aus und dann STG gedrückt halten und den Sand auswählen und ziehe das Ding einfach ein bisschen in die Größe. Na, nicht Größe. Ich will es eher in die Länge ziehen. Aber gut, deswegen, dann machen wir das manuell. Dann gehen wir hier in Objekte rein und schauen wir mal, welche Parameter das jetzt sind. Genau. Die Größe X. Machen wir die meinetwegen mal auf, keine Ahnung, 300. 400.
Und ja, 400 ist okay. Dann machen wir den Sand. Natürlich auch. Haben wir 400, machen wir mal dann 390. Ich denke, das sollte okay sein. Allerdings hat sich der Kubus natürlich vergrößert und dementsprechend müssen auch die Segmente ein bisschen größer werden beim Glas, nicht auf 30. Sondern machen wir mal 80 und 80. Somit haben wir die Form mehr oder weniger erhalten. So, und bei den Sand natürlich auch, aber da ist glaube ich 60, okay. Vielleicht müssen wir das Ding ein bisschen, nicht 390, was haben wir hier, haben wir 400, 390, machen wir 395 draus, 395, okay, schauen wir mal. Und dann schreiben wir hier mit Motex, gehen wir auf Text und geben ein Tutorial. Tutorial. Ziehen wir uns ein bisschen in die Mitte, allerdings natürlich auch ein bisschen kleiner. Nicht so klein. So, das denke ich, okay. Und dann wollen wir das so ein bisschen schwimmend machen. Ja, da machen wir das ein bisschen größer noch. Und ziehen das hinten rein und ziehen es auch ein bisschen runter. Ah, ist ein bisschen hintergerutscht, deshalb ziehen wir das natürlich in die Mitte. So. Und dann geben wir den noch eine Farbe, machen wir einfach mal ein Rot rein. Dunkelrot und Spiegelung einfach ein normales Feuer. Und tun wir das auf Text rein. Und rennen wir die ganze Chose. So, und voilà, da habt ihr das. Ich werde das Tutorial jetzt, also das Board ein bisschen größer, also höher ziehen, damit es nicht so im Wasser hängt. Aber ansonsten war's das. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet das lernen. War ein bisschen, hat sich in die Länge gezogen, aber ich hoffe, das war doch okay. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr nächstes Mal als Tutorial haben wollt. Ansonsten gibt es wieder ein Random-Tutorial irgendwann mal. Und ja, ich würde lieber das machen, was ihr wollt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao und peace out.